Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Schütze. Hinter dem Deck eine Königin der Münzen, Schütze. Königin der Münzen spricht über Erde-Element, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau. Interessante Energie finde ich gerade, ja. Also, wir reden hier über eine Mutter, Schütze. Diese Energie spricht natürlich für dich, egal ob du auch einen Mann bist. Wir reden hier über eine Frau oder einen Mann. Die Energie kann auch über einen Mann reden. Also, wir reden über viel Stabilität in dieser Energie. Nochmals, einen Vater, eine Mutter, Kinder, eine Person, die ja, sich um das Zuhause kümmert, um die Arbeit. Also eine Person, die arbeitet, draußen und auch zu Hause. Eine Person, die sich um die Familie kümmert, um den Kindern. Eine liebe Mutter ist. Eine Person, die alles macht tatsächlich. Diese Person kann, ich kann hier über eine Person reden, die verheiratet ist, in einer familiären Situation sich befindet. Oder vielleicht eine Person, die Familie hat, aber schon nicht verheiratet ist, in keiner Beziehung ist. Das könnte möglich sein. Für mich ist das hier die Herrscherin in den kleineren Arkana. Ja? Spricht für mich über eine ähnliche Energie wie die Herrscherin. Also eine Person, die eigentlich, wie gesagt, alles macht. Ja. Die Finanzen sind wichtig hier. Eine Person, die an den Finanzen auch sich fokussiert, tatsächlich. Für diese Person sind die Finanzen wichtig. Und das ist normal, ja. Also die Liebe ist wichtig. Die Finanzen sind wichtig. Also es ist so ungefähr, ob ich sagen würde, die Spiritualität ist wichtig. Aber das Materielle ist auch wichtig. Matrix ist wichtig. Den spirituellen Weg ist auch wichtig. Es muss einen Balance geben zwischen meiner Spiritualität und das Materielle. Es muss geben, ja. Es geht nicht, dass eine Person sagt, mir ist das Materielle egal. Sowas darf nicht gesagt werden und sowas darf nicht geben. Es geht auch nicht, dass eine Person sagt, mir ist das Spirituelle oder die spirituellen Weg egal. Das geht auch nicht, ja? Wann wird man da bewusst dabei sein? Irgendwann wird man tatsächlich bewusst in der Situation werden, ja, dass beides wichtig sind. Ich bin spirituell, aber für mich ist Geld wichtig. Das Energie, Geld ist wichtig. Logisch. Warum? Erstmal, weil ich in Matrix bin, ja. Und überhaupt, weil ich meine Miete monatlich bezahlen muss, ja. Also von da aus, es ist ja klar, dass wir hier einen Balance in unserem Leben haben müssen. Ich weiß nicht, Schütze, warum ich dir das hier jetzt sage, habe ich jetzt einfach gesagt. Und ich meine jetzt, weil wir hier so eine wichtige Energie haben wie die Königin der Münzen, ja, die sich an diesen Finanzen sehr fokussiert, weil diese Person sehr viel Verantwortung übernimmt in der Familie, ist nochmals eine Person, die alles macht, die an die Familie denkt, die Familie wichtig ist und deswegen kann man das hier verstehen. Aber diese Person liebt diese Familie, weil sonst, wenn ich meine Familie nicht lieben würde, würde ich mich auch nicht an meine Finanzen fokussieren. Ja? Sobald ich mich an meine Finanzen fokussieren möchte, ist, weil ich meine Familie liebe. Ich möchte ja meine Familie auch alles geben können. Ja? Und das geht, ohne Geld geht es ja nicht. Ne? Also Königin der Münzen, hinter dem Deck, Stier, Steinbock, Jungfrau. Und hier kommen irgendwie Veränderungen in der Familie. Das hat hier mit einem Gebäude, mit einem Zuhause, mit einem Erbe. Das ist hier, es kommen Veränderungen, Schütze. Ich würde sagen, Schütze, es kommen positive Veränderungen auf dich zu. Veränderungen, die du nicht erwartest. Veränderungen, die jetzt plötzlich gleich kommen können. Diese Energie zeigt sich für kommende Woche. Aber diese Veränderungen, die ich hier habe, Schütze,
kann jetzt gleich da sein. Warum? Weil die Karte der Turm ist unerwartet. Du erwartest diese Situation nicht. Eine Situation, die deine Komfortzone verändern wird. Es verändert deine Komfortzone, eine bestimmte Situation. Vielleicht hat das hier mit einer sehr leidenschaftlichen Energie zu tun. Schütze, schaue bitte die Karten, die für dich gekommen sind. Ich habe ermächtigte Karten jetzt hier, ja. Die Karte der Magier, die Karte der Wagen und die Karte der König der Stäbe. Feuerelement, Sternzeichen Schütze wie du, Löwe, Sternzeichen Widder, Sternzeichen Krebs, Zwilling, Jungfrau, Skorpion. Können nämlich auch sein. Und auf den Würfeln Sternzeichen Löwe. Ja, auf den Würfeln ist Sternzeichen Löwe. Also, Schütze, ich spüre bei dir sehr viel Energie, würde ich sagen. Ich spüre sehr viel Energie. Eine sehr wichtige Energie habe ich hier. Ich könnte hier mit einem Chef oder einer Chefin zu tun haben. Das kann sogar deine direkte Energie sein, Schütze, dass du tatsächlich Chef oder Chefin bist, selbstständig bist oder, und sogar, dass du mit so einer Person zu tun haben wirst. Also, das ist, was ich hier habe. Ich habe die Königin der Münzen und ich habe der König. Ich habe eine Königin und einen König. Schütze, ich spüre hier einen Zyklus bei dir. Das ist hier einen neuen Zyklus. Eine ähnliche Energie hatte ich gerade bei Sternzeichen Stier, weil Sternzeichen Stier hatte auch die Karte der Magier, wie du, aber auch in dieser Position gehabt. Ist nur halt interessant. Ich spüre bei dir neue Projekte, neue Situationen in deinem Leben. Also Schütze, ich spüre hier bei dir einfach nur Erfolg. Das wäre das Wort hier gerade. Das Wort wäre Erfolg. Erfolg bei dir in deinen Projekten, in deinen neuen Projekten. Erfolg in deinem Berufsleben tatsächlich. Ich spüre hier Veränderungen in deinem Berufsleben. Veränderungen. Also Schütze. Du wirst mir jetzt sagen, was das hier ist, aber ich habe eine starke Energie hier für dich, ja? Ich habe eine starke Energie hier für dich. Das kannst du mir glauben. Ich spüre bei dir, ist immer sehr interessant, ja? Weißt du, warum ich das total interessant finde? Weil manchmal ist das so, dass man sagt, tja, ich sehe mich in dieser Energie nicht, ich bin nicht da. Ja, aber du bist nicht in dieser Situation, aber deine Energie sagt dir schon, dass etwas geschehen wird. Anders geht es ja nicht hier. Denn ich habe nämlich eine ziemlich abrupte, unerwartete Situation bei dir. Die Situation, die ich hier habe, erwartest du möglicherweise nicht. Die Legung kann sich spiegeln. Kann das hier auch damit zu tun haben, eine Person kommt direkt zu dir nach Hause. Diese Person geht zu dir nach Hause. Und das kann jetzt gleich sein. Jetzt gleich klopft bei dir jemand an der Tür und das ist eine unerwartete Situation für dich. Eine sehr leidenschaftliche Energie und ich spüre hier eine Person, die mit dir was Ernstes möchte. Wenn wir hier für dich über eine Person reden und das könnte eine neue Person sein, Achtung hier, Schütze, weil dir geht es genauso wie bei mir, sehr wahrscheinlich. Wir können über die Vergangenheit wollen wir ja nichts mehr hören, denke ich. Ne? Also ich zumindest will von der Vergangenheit wirklich nichts mehr wissen. Ne? Also die Sache ist, wenn es dir genauso wie bei mir geht, weil klar, so weit muss man gekommen sein. Ja? Wenn ich noch an der Vergangenheit klammert, das ist, was bei mir auf mich zukommen wird. Ja? Immer die Vergangenheit. Wenn du schon so weit bist, dass du sagst, nee, nee, also für mich ist das nicht, kommt das nicht mehr in Frage. Ich muss dir sagen, ich sehe schon hier eine neue Person. Eine Person, die du aber schon kennst. Ich meine, mit der Person hast du keine Beziehung gehabt. Keinen Verhältnis, keine Beziehung, gar nichts. Vielleicht eine Person,
die du von einem Geschäft kennst. Einem Geschäft, wo du ab und zu mal vorbeigehst. Also das haben wir bei dir schon mal gehabt. Ja? Oder zum Beispiel eine Person, die irgend von einer Behörde ist. In einer Behörde ist oder für eine Behörde arbeitet. Eine Person, die du ab und zu mal doch sehen wirst, musst, treffen musst, weil wegen die Arbeit. Wegen der die Arbeit von dieser Person oder deine Arbeit. Aber die Arbeit ist hier. Das Gefühl wäre sogar, dass diese Person, zum Beispiel der Postmann, ja, eine Person, die immer wieder an deine Tür klopft und oder der Post vorbeibringt. Zum Beispiel, weil ich habe ja hier das Gefühl, dass irgendwie jemand bei dir zu Hause, ja, zu dir nach Hause kommt. Das kann die Hermesbote sein. Hermes oder das kann DHL oder so eine Sache. Keine Ahnung. Kann schon möglich sein. Ne? Also ich bin irgendwie sogar überzeugt, ne? Dass irgendwie so eine Situation hier gibt. Eine Person, die du immer sporadisch ab und zu mal so siehst und irgendwann nach vielen Jahren, man macht diesen Kontakt da und irgendeine Sache ist hier. Muss nicht unbedingt so sein, aber es könnte so sein. Also, das Gefühl, was ich hier habe, eine Person hat ernste Absichten mit dir. Das ist, was ich das Gefühl, was ich hier habe. Eine Person hat ernste Absichten mit dir. Diese Person hat Familien. Das heißt, natürlich nicht, dass man jetzt mit einer Person zusammen ist, die verheiratet ist. Also, wenn das der Fall wäre, dass diese Person noch verheiratet ist, ich würde mir mehr Zeit in der Situation nehmen. Also so ungefähr, wenn du sagst, dass du dich scheiden lässt oder dass du dich gerade scheiden lässt, dann mach das erstmal alles so, wie du es machen möchtest. Ohne mich, also mische mich praktisch nicht in deine Situation rein, tatsächlich. Ich möchte mit deinem Karma nichts zu tun haben und ich möchte selber kein Karma mehr bewirken, weil Karma existiert. Und wenn ich in eine karmisches, mit einer Person in Karma anfange, das ist, was für mich auch irgendwann zu kommen wird. Ja? Also wenn diese Person dir sagt, nee, ich lasse mich gerade scheiden, schön und gut, mach das erstmal. Ja, wenn du es machen möchtest, also nicht wegen mir, mach du das, weil du es machen möchtest, aber mische mich in deine Situation nicht rein, weil ich möchte tatsächlich mit deinem Karma nichts zu tun haben. Ja? Ich sage jetzt mal so, Schütze, so würde ich das machen. Ja? Erstmal, weil ich niemand brauche. Ja? Also wenn ich ja die Königin der Münzen bin, brauche ich ja niemand. Also bis jetzt war ich ohne diese Person in meinem Leben und ich kann noch längere Zeit warten. Ich habe gar kein Problem. Denn ich warte auch nicht. Ich mache mein Leben weiter. Ich bin ja die Herrscherin, ich bin ja die Königin der Münzen. Ich habe Kinder, ich muss mich um meine Familie kümmern. Ich habe keine Zeit, mich jetzt um den Karma von jemand anderem zu kümmern. Will ich nicht, habe ich keine Zeit, keine Lust, kein Interesse, ja. Von da aus, wenn das der Fall wäre, weil das könnte ich vielleicht doch hier sehen. Eine Person, die gerade so wie du einen neuen Zyklus anfangen möchte, einen neuen Zyklus, in einem neuen Zyklus ist, aber noch in einem Turm sich befindet. Es kann schon möglich sein. Sprichst ja verschieden, ja? Wow, Gefährte, Schütze, König der Münzen, die König und der König und die Königin der Münzen. Stehen und Jungfrau, sehr stark hier. Jungfrau, aber kann auch Steinbock oder Stier. Starke Energie, Schütze. Stehen und Stier, Jungfrau, Steinbock. Wow, Gefährte, mein Gott, Schütze, was für eine Energie bei dir. Also hinter dem Deck die Karte der Magier. Die Karte der Magier zeigt sich bei dir zweimal. Stensas und Stier hatte die Karte der Magier gerade auch in dieser Position. Vielleicht gibt es hier eine Verbindung mit Stensas und Stier. Also die Karte der Magier ist Nummer 1 und spricht über neue Anfänge. Das ist die Nummer 1, das ist ein neuer Zyklus. Schütze, wenn du mir sagst, für mich spricht das mehr die Arbeit. Ja, also ich habe mehr Interesse hier, was mit der Arbeit ist.
Das passt genau richtig. Also, ich würde sagen, das könnte natürlich auch für dich viel darüber reden, weil ich sehe hier natürlich auch neue Projekte. Etwas Neues sieht man hier. Entweder weil du in eine neue Firma anfängst oder weil du dich selbstständig machst. Du bist ein Chef, eine Chefin oder du in eine neue Firma anfängst. Neue Projekte sieht man da. Sogar, dass du sagst, ich werde auch was Neues lernen. Also ich lerne was Neues, weil für meinen Beruf, für meine Karriere brauche ich was Neues. Ich lerne gerade was Neues. Und irgendwie, also schütze deine Energie ist einfach extrem positiv. Ja? Das muss ich dir schon sagen. Ja, also und nochmals der Ritter der Schwerter. Schütze die Karten, wiederholen sich. Mein Gott, schau dir bitte das hier mal an. Also, Schütze, bitte schau dir der Magier, Ritter der Schwerter und die Karte die Liebenden. Ich habe hier nämlich der Ritter der Schwerter und die Karte die Liebenden. Hinter dir, den Ritter der Schwerter, Sternzeichen Zwilling, ist es stark zu spüren. Aber es muss nicht heißen für dich jetzt, ja. Ich sage jetzt nur, Sternzeichen Zwilling ist hier schon sehr stark zu spüren. Also Schütze, ich spüre eine starke Leidenschaft hier, ja, eine starke Leidenschaft zu einer Person. Das Gefühl wäre tatsächlich unabhängig von Sternzeichen, Achtung bitte, unabhängig von Sternzeichen. Ja, Sternzeichen Zwilling ist doch schon sehr stark da, aber Erdelement nämlich auch. Die Sache ist, Schütze, kann man vielleicht hier noch eine Situation haben, dass eine Person noch mit einem Ex zu tun hat oder eine Person der Vergangenheit zu tun hat? Ja, natürlich, kann das ziemlich gut möglich sein. Es kann ziemlich gut möglich sein. Aber die Energie trotzdem zeigt sich sehr positiv. Warum? Weil das Gefühl, was ich bekomme, ist, dass etwas schließt sich ab hier. Es gibt hier einen Abschluss mit einer Person. Schütze, schaue bitte jetzt hier. Deine Energie ist extrem interessant. In der Mitte sechste Kelchen. Sechste Kelchen sehe ich Kinder, sehe ich eine Vergangenheit. Sechste Kelchen sprichst du über vergangene Leben, über eine wichtige Verhältnisse zu manchen Menschen. Zum Beispiel, wie ich immer sage, diese Liebe hier ist eine Liebe, die sehr pur ist, ist pur, ja. Also ist diese Liebe, die wir zu unseren Kindern haben können, zum Beispiel, oder unsere Geschwistern, ja. Sechste Kirchen spricht ja über eine wichtige, ist eine wichtige Energie tatsächlich. Also Schütze, schaue bitte jetzt nochmals hier. Mein Gefühl ist, dass du, ich sage es dir jetzt so, wie ich das spüre, denn ich glaube, das hat hier nochmals wieder etwas, was ich vorher schon gesagt habe, etwas gibt es hier. Also eine Person, die du schon sehr lang kennst, eine Person, die irgendwie mit dir eine Verbindung durch die Arbeit hat, diese Person kennst du schon sehr lang, aber die Energie zeigt sich sehr, sehr langsam. Warum? Wie ich vorher gesagt habe, weil möglich ist, dass eine Person noch in einer familiären Situation hier sich befindet. Aber Schütze, das könnte auch für dich reden oder für die andere Person oder für beiden, dass beide in eine familiäre Situation war und das natürlich, das ging ja nicht. Es war nicht möglich. Ich bin in einer Beziehung, du bist in einer Beziehung. Wir sehen uns ab und zu mal so sporadisch aus Zufall oder Synchronisierung, sage ich jetzt mal. Weil Zufälle existieren ja nicht. Also wir sehen uns aus Synchronisierung ab und zu mal so, wie dein Schicksal ist, ja. Aber wir haben nie was gehabt. Ich habe mit dir nie was gehabt, auch keine. Wir sind nicht intim gekommen und gar nichts. Aber wir haben schon. Ich kenne dich schon sehr lang. Diese Person hat sogar für dich schon Gefühle entwickelt. Nur vom ab und zu mal sporadisch sehen. Also die Person hat dich irgendwie immer wieder sporadisch gesehen und die Person hat Gefühle für dich entwickelt.
Diese Person möchte, also die Person, die ich hier habe, meint es ernst. Hat ernste Absichten, hat Gefühle, möchte eine Zukunft, eine Langzeitbeziehung mit dir haben. Wenn ihr beide in diesem Alter seid, wo ihr noch Kinder haben könnt, diese Person möchte Kinder mit dir. Nur wenn man, ja, du verstehst ja, wenn man in diesem Alter ist, weil, Schütze, in manchen Fällen sehe ich schon hier reife Menschen, also Menschen, die schon mögliche, ja, also keine Kinder. Ja, ich sehe hier keine Kinder. Ich sehe schon Menschen, die reif sind, die sogar Familie haben, Kinder haben. Also von da aus, ich kann mir vorstellen, dass viele keine Kinder mehr bekommen wollen überhaupt. Ja. Aber diese Person würde, hätte sich mit dir schon gewünscht. Ja. Also die Person möchte mit dir alles hier. Vielleicht gibt es hier einen Altersunterschied, dass eine von beiden etwas jünger ist oder es kann möglich sein, dass zwischen euch Altersunterschied gibt. Trotzdem sehe ich hier zwei Menschen, die reif sind. Also ich sehe hier keine Kinder. Das sehe ich nicht. Nee. Wenn diese Person dich sieht, diese Person fühlt sich wie zu Hause. Also es ist so ein Gefühl, ob ich dich immer, seit immer kennen würde. Ich fühle mich bei dir wie zu Hause. Ich fühle mich gut. Ja, ich, ja, also so ein Gefühl ist hier, ein schönes Gefühl ist hier. Schütze, das ist, was ich hier spüre. Also Feuerelement ist hier. Du siehst, welche Sternzeichen da sind, aber die Sache ist, in manchen Fällen spricht ja nur für die Energie der Person. Also, Schütze, ich habe hier einen König der Stäbe und einen König der Münzen und einen König der Stäbe. Auf den Tisch. Zwei Könige. Ich sehe natürlich eine Vergangenheit tatsächlich. Also Schütze, ich sehe schon eine Vergangenheit, aber ich sehe eine neue Person, die du durch die Arbeit kennst. Diese Vergangenheit kann der Vater oder die Mutter deiner Kinder sein. Diese Person möchte in deinem Leben wieder zurück. Und die neue Person möchte mit dir auch was Neues anfangen. Schütze, wir können hier auch mit zwei verschiedenen Arbeitgebern zu tun haben. Einen Arbeitgeber der Vergangenheit, einen Arbeitgeber, der mit dir wieder zusammenarbeiten möchte. Es gibt hier ein gutes Zusammenarbeit. Eine Person möchte mit dir reden, vom Herz zu Herz. Eine Person möchte mit dir, die Person von dieser Firma der Vergangenheit, diesen Chef möchte mit dir wieder zusammenarbeiten. Oder sonst nochmals eine neue Firma, die auch an dich interessiert ist. Schütze, das Gefühl, dass ich hier mit der Vater oder die Mutter deine Kinder zu tun habe, ist sehr stark zu spüren. Ja? Der Vater oder die Mutter deine Kinder ist hier sehr stark zu spüren und diese Person möchte mit dir reden. Diese Person möchte mit dir wieder zusammen was haben. Ja. Wenn ich dir ehrlich bin, ich schaue jetzt weiter, aber das Gefühl wäre hier, egal welche Entscheidung du treffen würdest, ob du mit der Person der Vergangenheit oder mit der neuen Person bleibst, beide Situationen würden positiv sein. Boah, Gefuhrte, du. Bei wem hatte ich das hier? Warte mal kurz. Aber bei wem hatte ich das mal gehabt? Ich kann mich nicht erinnern. Diese Karte kam KW12 für einen Sternzeichen. Das war eine starke Legung auch. Ich glaube, das war, warte mal kurz. Krebs vielleicht? Schütze, ich glaube, das war Sternzeichen Krebs vielleicht.
der Titel war Der Teufel ist, nee, Waage sogar. Schütze, ich glaube, das war Sternzeichen Waage. Ich habe hier mit einer wichtigen Seelenverbindung, ja? Also hier ist diese wichtige Person. Es gibt schon die Karte, diese Karte kam jetzt in der Mitte, die Karte der Leidenschaft. Eine Person, ich sehe hier schon eine Leidenschaft, ja, das sehe ich schon, aber nicht nur körperlich, sondern die Gefühle sind auch da. Ich spüre schon, eine Person ist hier schon in der Liebe. Es gibt eine starke Leidenschaft, es gibt eine Person, die sich versöhnen möchte, also Schütze. Ich habe gemischte Gefühle bei dir. Du hast gerade gesehen, ich habe zwei Könige, ne? Zwei Königin. König der Stäbe, König der Münzen. Unabhängig, ob wir jetzt für dich über Arbeit reden oder über zwei verschiedene Personen, beide Menschen möchten mit dir was anfangen. Die eine Person, die eine ist eine Person der Vergangenheit und ich wiederhole, diese Person kann perfekt, könnte perfekt der Vater oder die Mutter deiner Kinder sein, könnte perfekt sein. Die Legung kann sich ja spiegeln. Die andere Person ist eine neue Person, aber neu, weil du mit dieser Person noch nie was gehabt hattest, aber die Person kennst du schon. Ja. Ich spüre hier eine Person, die Stabilität möchte, also eine stabile Basis möchte. Ja. Schütze. Aber schau mal, mit der König der Stäbe, es ist egal, ob König oder Königin, wir können ja hier auch mit einer Frau zu tun haben. Diese Person, die ich hier habe, du siehst ja, Feuerelement wie du, ist eine Person, die sich wie verloren fühlt. Also ich fühle mich wie verloren, ich fühle mich allein, ich fühle mich irgendwie fragmentiert, zersplittert. Eine Person, die irgendwie emotionell, eine Person, die emotionell sich überhaupt nicht gut fühlt. So zeigt sich hier diesen König der Stäbe. Ich wiederhole jetzt, Schütze, auf den Würfeln kam für dich Sternzeichen Löwe. Und der König der Münzen hier zeigt sich mit einer Klarheit. Ja, diese Person hier wird geführt, bekommt eine Führung, ja. Und, ja, tatsächlich, wird geführt. Es gibt hier eine Person, die geführt wird. Und dann habe ich hier eine Person, die sich einfach zurückzieht. Also ich sehe hier eine Person und das könnte deine Energie sein, Schütze. Es kommt jetzt natürlich auf deine Situation drauf an. Aber ich sehe schon hier eine Person, die sich einfach zurückzieht. Vermeidet, eine Person vermeidet hier irgendeinen, ja, irgendeinen Kontakt mit jemand, wenn es nicht, also ernst ist. Ja, zum Beispiel, wenn du mit mir jetzt irgendwie nur ein bisschen Spaß haben möchtest, da bin ich nicht zur Verfügung. Ich bin für dich nicht zur Verfügung, wenn du mit mir nur ein bisschen Spaß haben möchtest. Bin ich nicht zur Verfügung. Eine Person zieht sich hier zurück. Diese Person braucht tatsächlich niemand. Das ist das Gleiche wie die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen braucht niemand. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Diese Person braucht ja niemand. Würde gerne, aber braucht niemand. Ja, so ungefähr, ich brauche dich ja nicht. Ja. Warum sollte ich dann deine Mama werden? Ich möchte ja nicht deine Mama werden. Ich möchte nicht deinen Papa werden. Darüber habe ich bei Sternzeichen Stier gesprochen. Über dieses Heilung, über diese Heilung von diesem Kind in dir. Ja. Das ist wichtig.
Ja, also ich empfehle dir, das Video für Sternzeichen Stier anzuschauen. Es ist schon wichtig. Also auf jeden Fall, diese Person braucht niemand. Und wenn, würde eine Person gerne haben, die genauso in der gleichen Schwingung sich bewegt wie er. Also wenn du in meinem Leben möchtest, du musst genauso in der gleichen Schwingung sein wie ich. Du musst nicht von mir jetzt verlangen, dass ich deine Mama bin oder dass ich dein Papa bin. Ich möchte die Mama oder der Papa von niemand mehr werden. Ich möchte einen Mann bei mir haben. Ja. Genau. Die Sache ist, Schütze, ich spüre hier eine Versöhnung. Eine Person möchte sich hier versöhnen. Eine Person zeigt hier eine starke Anziehung. Das sieht man ja. Eine Person möchte sich hier versöhnen. Jemand fühlt sich allein und verlassen und so weiter. Aber klar, vorsichtig mit dieser Energie, weil es kommt jetzt darauf an, wie man jetzt ankommt, ne? Also in so einer Energie, ich sehe hier eine Person, die irgendwie ziemlich sich wie verloren fühlt. Ne? Man sieht hier zwei Könige. Schau mal bitte jetzt, Schütze. Von meinen Karten kam für dich diese Kakerlake. Ich hoffe, du ekelst dich nicht zu sehr. Also das ist eine Kakerlake. Ja. Irgendeine Kakerlake, ja. Also ich weiß nicht, was du für dich das jetzt, wie du das hier verstehst. Für deine Situation meine ich jetzt. Wie du das hier für deine Situation verstehst. Was könnte man wie eine Kakerlake bezeichnen? Was könnte man jetzt sagen, du bist wie eine Kakerlake? Oder du bist, ja, also was könnte man für deine Situation jetzt sagen, diese Person ist für mich wie tatsächlich eine Kakerlake? Für mich erstmal ist eklig die Karte, ja. Also es könnte sein, dass wir, dass eine Person hier sich irgendwie eklig verhält. Dann kam die Karte Glück. Das spricht für Glück. Und drei Schokoladen, also die Nummer drei, hier ist eine Verführung, hier ist irgendwie eine dritte Person. Steht hier, es fängt heimlich an und dann verliebt man sich. Also eine Person, die irgendwie erstmal wie ein Spielchen, ein Spiel gemacht hat, so ungefähr. Ich amüsiere mich einfach nur jetzt ein bisschen, ja. Ich amüsiere mich ein bisschen und was soll's? Ich habe meinen Spaß dabei und so weiter. Schön und gut, aber wenn man mit Feuer spielt, man brennt sich, ne? Man kann sich brennen. Und das ist, was hier geschehen ist. Ich habe mit Feuer gespielt und ich habe mich gebrennt. Und zwar, ich bin in einer Beziehung und jetzt habe ich ein Verhältnis mit einer anderen Person gehabt und jetzt habe ich mich verliebt, ja. Das ist das Gefühl hier. Und so ein Foto, also eine Person ist hier, ja, schaut sich Fotos an. Eine Person schaut sich Fotos an. Ich sehe hier verschiedene Nationalitäten in manchen Fällen mit einer Person. Nationalitäten, Sprachen, Kulturen. Eine Person beobachtet dich über Internet, die Legung kann sich ja spiegeln. Eine Person beobachtet dich und lacht dich aus, in manchen Fällen, so ungefähr. Also eine Person schaut sich Fotos von dir an und so weiter. Hinter dem Deck war die Karte der Darm. Hier ist der Darm, Magen und Zähne putzen. Irgendwie hat der Mund mit dem Magen zu tun. Also man muss irgendwie diese Hygiene oder ich weiß nicht, was das hier auch bedeuten könnte für eine Gruppe von euch, ja, dass man vielleicht hier nochmals durch den Mund kommen viele Krankheiten. Ja, man muss irgendwie aufpassen, vorsichtig sein, was man natürlich durch den Mund, ja. Ja, weil das ist natürlich für den Magen oder den Darm nicht gesund. Ja, vielleicht hat man hier Magenprobleme oder irgendwie so eine Situation gibt es hier.
Ja. Ich empfehle, wenig Zucker oder gar keinen Zucker zu sich zu nehmen. Versuchen, wenig oder gar keinen Zucker, so wenig wie möglich, weil es gibt viele Produkte, die automatisch sowieso Zucker enthält, ja, enthalten. Von da aus ist es nicht hundertprozentig, es ist nicht möglich, aber versuche, so wenig Zucker zu dir zu nehmen, ja. Es ist wichtig. Schütze, was ich hier sehe, ich sehe natürlich eine unerwartete Situation, die du tatsächlich nicht erwartest, plötzlich sein wird und fast ein Schock ist. Ich glaube, über diesen Schock habe ich auch bei Sternzeichen Fische gesprochen. Also es gibt irgendwie hier einen Schock oder so eine Situation, wo man mit einer Person gar nicht rechnet oder irgendeine bestimmte Situation nicht rechnet. Und das zeigt sich hier. Aber nochmals, du hast es jetzt selber gesehen, Schütze, ich sehe hier zwei verschiedene Energien. Ein König der Stäbe und ein König der Münzen. Der König der Münzen scheint etwas mehr Klarheit zu haben, mehr sicherer irgendwie zu sein. Ja. Diese Person beobachtet dich aber auch. Und vielleicht muss man hier auch sich erkundigen, was alles da ist bei dieser Person. Aber dann sieht man auch eine Person der Vergangenheit. Und es ist verschieden für eine Person nochmals, ist der Vater oder die Mutter deine Kinder. Oder für eine andere Gruppe ist das ein Ex tatsächlich, aber eine Person, die schon in einer familiären Situation sich befand. Ja? Also eine Person, die ohne dich sich wie verloren fühlt. Ja, und das ist die Energie. Schütze, das ist die Energie für kommende Woche. Und so spüre ich das. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Schütze, bis bald. Tschüss.